Die Ausstellung Stadt-Land-Fluss, die spannt an Bogen über drei Jahrhunderte Hochblüte römische Kaiserzeit. Es geht um die ersten drei Jahrhunderte nach Christus und es zeigt verschiedene Formen von der städtischen Siedlung über Dörfer, Gutshöfe, aber auch Handelswege, Straßen bis hin zur spannenden Götterwelt. So der Roman Way of Life, wie wir so schön sagen, das ist ein sehr vielfältiger neuer Lebensstil, den die einheimischen Leute bei uns übernommen haben. Viele Neuerungen sind gekommen. Man denke an Straßenbau, Schrift, Sprache, Mode zum Beispiel, aber auch viele Lebensmittel, die für uns heute selbstverständlich sind, die haben erst die Römer zu uns gebracht. Für Kantonsarchäologie in St. Gallen liegt Schwerpunkt von der römischen Archäologie nicht am Bodensee, sondern am Zürichsee. Und Kemp-Braten ist eine grosse römische Siedlung gewesen, am Zürichsee, ein regionales Zentrum. Und wir sind dort immer wieder bei Bauarbeiten tätig mit Ausgrabungen. Und von diesen Ausgrabungen haben wir einen Haufen Funde und die zeigen wir hier exklusiv in St. Gallen. Also wir haben verschiedene Sachen gefunden. Einerseits ist das Thema Handwerk. Wir haben einen Haufen Töpferöfen freigelegt mit Pfeilbrand. Und dann ist das Thema Heiligtum sehr aktuell. Wir haben einen ganzen Tempelbezirk freigelegt und ein Mithras-Heiligtum quasi direkt am Ufer vom Zürichsee. Die Archäologie funktioniert also ein bisschen wie ein großes Puzzle oder mit der Suche mit einer Taschenlampe. Man kann immer nur einen Teil von der Geschichte beleuchten quasi und jedes Fundobjekt ist wieder ein weiterer Teil von dem Puzzle und gibt uns ein genaueres Bild von der damaligen Zeit. Wir haben zum Beispiel in Kemp-Braten einen Mithras-Tempel ausgegraben. Die Kantonsarchäologie hat das vor etwa 3 Jahren entdeckt. Da gibt es zum Beispiel ein wunderschönes kleines Mithras-Altörle, das wir in der Ausstellung zeigen bei uns in St. Gallen. Das ist einerseits, wissen wir durch die Archäologie, dass es das gegeben hat. Wir haben die Funde, wir können uns da ungefähr ein Bild machen, wie der Kult funktioniert hat, anhand von der Spießreste, anhand von der Keramikscherbe, die man dort gefunden hat und von den anderen Objekten. Wir wissen aber zum Beispiel aus historischer Quelle ganz wenig über den Kult. Das ist dann ein Mysterienkult gewesen. Der war nur Männern vorbehalten, so viel wissen wir. Aber die genauen Abläufe können wir eigentlich nur dank der archäologischen Funde rekonstruieren.